Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, meine liebe Jungfrau, zu deiner Novemberlegung. Du siehst, ich habe die Häuser schon ausgelegt und jetzt legen wir mal die Karten drauf, was uns da so erwartet. Das erste Haus, in dem du liegst, ist, ja, ich kann es nicht lesen, bin ja wieder begeistert von mir, das Haus des Vertrauens. Okay, also gehst mit irgendeinem hoffentlich Vertrauen in den November, denn hier kommt auch die Gesundheit, dein Wohlbefinden dazu und deine Familie. Also auch wieder ein Rundumschlag bei der Jungfrau. Die Familie ist, glaube ich, schon überall mit drin. Und hier kommt natürlich auch die Gefahr, die Angst. Hier, Hilfe, ich habe Angst, hier könnte eine Gefahr entstehen. Weiter geht's mit Meldungen und Nachrichten im November, wo du einen Neuanfang machst. Also aus alt macht neu, es bleibt die alte Welt, aber irgendwie wird sie doch neu. Und das wirst du mit Leidenschaft angehen, denn du hörst hier, voilà, eine Berufung, hier wirklich etwas zu tun. Von außen wird dir gezeigt eine Erfüllung, hoffe ich zumindest, aber eben auch hier Gefahr. Das ist ja das Haus der Unsicherheit, der Gefahr. Das ist das Haus der Angst da oben. Jetzt, das ist nicht das Haus der Gefahr, das ist das Haus der Angst. Ich habe Angst und hier, es kommt von außen, wird dir erzählt, ja, hier ist eine Gefahr, da musst du Obacht geben. Dann haben wir deinen langen Zeitraum, den du auch von außen wahrnehmen kannst. Das ist ja schon lang so oder so, was dir von außen gezeigt wird und hat wahrscheinlich mit materiellen Sachen zu tun. Wir werden es sehen. So. Legen wir mal dahin. So, und wir gucken. Also, im Haus des Vertrauens, so kommst du in den November hinein, meine liebe Jungfrau, und du vertraust weniger. Also, du solltest Vertrauen aufbauen. Vertraust deinen Körper weniger, dein Körpergefühl weniger, denn dein, ja, hier, Wohlbefinden, Gesundheit ist, also du kommst eigentlich krank in diesen, oder du fühlst dich nicht ganz wohl im November, so wie du reinkommst mit der Energie und zweifelst. Es ist nervig, es ist nicht, muss es nicht großartig was sein, aber du verabschiedest das Wohlbefinden, du verabschiedest aber auch das Nervige, also du merkst, du vertraust dir nicht ganz, irgendwas passt nicht. Dann kommt die Familie hinzu, die hier irgendein offizielles Thema hat, was auch immer es sein mag, was du aber auch transformieren darfst. Und das ist jetzt schön, dass hier auch die Körperebene transformiert wird, das Nervige transformiert wird, dass weniger verabschiedet wirst. Du kommst mit dieser Energie zwar hinein, aber es wird weniger. Du transformierst es auch in dein Umfeld und auch in offiziellen Sachen. Also das wird ein Rundumschlag hier, das betrifft jetzt alles ein bisschen. Und hier kann man das Haus der Angst, vorbei ist der Verlust. Also indem du hier wirklich etwas anfängst zu transformieren. Du kommst ins Vertrauen, bist aber im November noch nicht drin, aber du fängst an, hier wirklich zu transformieren und auch die Angst in Verlust gehen zu lassen. Sie ist wirklich vorbei. Du hast gemerkt, es ist nicht so, wie dir dein Gefühl erzählt hat und so weiter. Also hier kommt ein neues Lebensgefühl hinein, was sich im November aber erst entwickeln darf. Du gehst weiter und kriegst Informationen, Nachrichten der Heilung von dir selber. Und das ist das, was das wahrscheinlich transformieren wird. Du siehst hier, du kommst hier mit einem schlechten Körpergefühl hinein, sprich Krankheit, sprich sonst irgendetwas. Und im Laufe des Novembers merkst du, nein, ich krieg die Information der Heilung, es wird besser. Und damit transformierst du oder du transformierst und kriegst dann die Nachricht. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber das wird es so oder so auslösen. Und dann kommt hier ein Neuanfang aus Alt mach neu. Das heißt, ich hatte nervige Erwartungen, die ich jetzt aber umstelle. Da ich in die Heilung komme, ich hatte Erwartungen, alles ist ganz fürchterlich schlecht, daheim passt es nicht und Angst habe ich und keine Ahnung. Und durch diese Transformationen kommst du in eine neue Erwartungshaltung, in eine positivere Erwartungshaltung, weil du diese Nervigkeiten, das was dich belastet, auch verabschieden darfst. Dann sind wir im Haus der Leidenschaft, der Begeisterung und hier lernst du deinen Weg durch dieses
Sehen, durch die Informationen, es wird doch alles gesund. Und es kann um Körper gehen, es kann um Arbeit gehen, es kann um Geld gehen, weil hier auch noch Geldthemen kommen und so weiter. Es kann um deine Familie gehen. Es wird sich hier etwas transformieren, etwas wandeln, wo du auch siehst und dann mit Begeisterung einen neuen Lebensweg anschlägst. Du hörst nämlich hier unbedingt einen Ruf, eine Mission, jetzt ist etwas zu tun, und zwar diesen Streit und Kampf von einem Projekt, von einem Objekt wirklich in Verlust gehen zu lassen. Also hier ist auch in der Familie ein paar Unstimmigkeiten, vermute ich mal. Und du hast einen neuen Weg, du lernst, du musst jetzt nicht wieder die alte Erwartungshaltung der Nervig annehmen, du nimmst die neue Erwartungshaltung der Heilung an und kannst auch hier mit diesem Objekt, Projekt, was auch immer es ist, wirklich abschließen. Diese ganze Angst- und Blödsinnmacherei aus deinem Leben werfen. Das ist richtig schön. Denn von außen siehst du auch eine Erfüllung, eine Vollendung, die in dein Leben kommt. Und zwar, die hat mit deinem Heim zu tun und auch mit der Vernachlässigung, die aber eine Erfüllung sein wird. Du heilst nämlich hier. Vielleicht geht die Vernachlässigung raus. Das hier liegt dein Körper, machen wir das nachher. Also hier kommt etwas ins Heim, was sehr gut ist, und die Vernachlässigung darf rausgehen. Weil es von außen auf dich zukommt, kann natürlich sein, dass auf einmal sich der Hausherr um das Haus kümmert. Jetzt, was weiß ich, den Treppenaufgang neu macht oder die Heizungen neu macht, was weiß ich. Dass in dein Heim die Familie, wo es vernachlässigt wurde, jetzt auf einmal etwas anders gemacht wird. Das zeigt man dir von außen. Man zeigt dir von außen aber auch Gefahren in massiven Nachrichten und Meldungen. Das heißt, hier will das Außen dir immer wieder zeigen, oh, alles ist ganz fürchterlich schlimm. Unsicherheit, also die Nachrichtenmeldungen sind eigentlich relativ einfach, obwohl Meldungen Fernsehradio, Zeitung und so weiter sind. Und Nachrichten kann auch etwas sein, was dir jemand berichtet, aus dem Umfeld oder aus der Nachbarschaft oder sonst irgendwas. Also beides kommt hier massiv auf dich rein, was dir einfach wieder Gefahr suggerieren soll oder möchte. Und das ist aber schon lange Zeit in deinem Leben, und du erkennst das jetzt und fängst ein neues Leben an. Und das ist richtig schön. Zum Schluss haben wir auch noch das Geldthema, das materielle Thema, was du auch reichlich dann zur Verfügung hast. Also das ist richtig schön. Und das kommt von außen. Du erkennst von außen, von das, was dir von außen gezeigt hat, dass dir das Leben von außen immer wieder erzählt, es ist alles unsicher, es ist alles in Gefahr, es ist alles ganz fürchterlich schlimm. Du aber, wenn du jetzt, erkennst auch jetzt, dass es gar nicht so ist. Du erkennst jetzt das, was du gelernt hast, was du transformiert hast, was positiv war, das erkennst du. Damit änderst du auch diese ganze Struktur, und hier darf sich wirklich ein Thema lösen, was mit Geld und Reichtum und Objekt und sowas zu tun hat. Also hier löst sich ein Streit auf. Weil wir haben hier, wir kommen ja ins Vertrauen, du hast weniger Vertrauen in dein Sein, merkst die Heilung und sagst, okay, ich komme hier wirklich in meine Erfüllung, ich sehe es. Meine Gesundheit, die mich genervt hat, ist kommen aus einer Erwartungshaltung, aus dem Unheil, was von außen immer wieder kam. Nur was von außen kam, hat mich immer wieder in diese Schlaufe gebracht, es nervig und es schlecht zu sehen. Das ändert sich jetzt. Hier haben wir dein Heim, deine kleine Familie, die Begeisterung, wo du einfach merkst, dein neuer Weg, dein Umschwung im Denken, dein Umschwung im Handeln und im Fühlen, steckt die ganze Familie an. Und du erkennst, hier tut sich ein neuer Weg auf, und umso mehr du das erkennst, umso begeisterter wirst du sein. Und hier darf sich zum Schluss auch noch ein absolutes Streitobjekt, ein Objekt, ein Projekt, ein Familiending, was auch immer es ist, in Luft auflösen. Also es darf abgehakt werden. Das, was in der Familie, und weil hier eben das Heim daneben liegt, darum kam ich auf Familie, für Unfrieden gesorgt hat, darf sich jetzt wirklich aus dem Leben verabschieden. Muss aber nicht zwingend Familie sein, kann auch Arbeit sein oder. Also das wirst du wissen, etwas, was lange Zeit hier im Leben war und immer wieder zu Streit geführt hat, darf sich auch jetzt ablösen. Und wir gucken uns das mal jetzt nochmal genauer an. Ähm,
Und du erkennst von außen auch das neue Leben und von außen das Reichtum. Also das Außen zeigt dir wirklich etwas, irgendeinen Erfolg, der dich betrifft. Zeigt er dir, wirklich. Also wir kommen in den Körper, also die Körpernervigkeiten, das, was dich im Körper gestört hat. Jetzt kommt der Austausch wieder statt, anscheinend hat das stagniert. Also dein Körper hat dir nicht mehr signalisiert, ich wäre gesund, sondern war eben nur noch schlapp und nur noch Ding. Oder so wie du in der Welt gestanden bist, hat dir gezeigt, ich habe kein Standing, ich kann mich nicht durchsetzen und so weiter. Und jetzt kommt der Austausch wieder. Jetzt erkennst du es auch und das ist ein Geschenk, weil du dadurch wirklich in die Kraft kommst und hier wirklich was verändern kannst. Und du verabschiedest die Angst, weil du neu anfängst, weil du dich nicht mehr darauf einlässt. Das ist richtig schön. Die Information, die hier immer Gefahr bringen, die dir jetzt aber zeigt, trotz der Information gehst du in die Heilung und du darfst deine Erwartungshaltung ändern. Da machst du dir Gedanken drüber. Das Außen zeigt dir seit langer Zeit immer und immer wieder, dass alles ganz schlimm ist. Und du erfährst aber jetzt, dass es nicht stimmt für dich. Und darum änderst du hier einiges in deinem Denken. Das erlöst eine Begeisterung aus und löst auch eine Blockade. Denn du konntest bis jetzt in diese Begeisterung, in dieses neue Leben, in diesen Erfülltsein, in diese Vollendung nicht hineingehen, weil hier eine Blockade war. Und das ist natürlich, wenn ich eine Information vom Körper kriege oder von meinem Umfeld kriege oder von meinem Leben kriege, alles ist gut, mir aber von außen immer wieder gesagt wird, alles ist ganz fürchterlich, stimmt, bin ich hier in einem Clash, bin ich in einer Streitsituation und dann komme ich keinen Schritt dran. Das heißt, ich stehe hier in diesem Ding und das war lange Zeit bei dir, dass du gestanden bist in deinem Leben und jetzt durch die Widersprüche und durch deine eigene Begeisterung und durch das eigene Neu-Hinsehen kannst du diese Blockaden lösen. Das Objekt und Streit und Kampf, ja, das was hier immer ist, dieses Objekt, was Streit und Kampf und so weiter ausgelöst hat oder immer wieder Thema war, war richtig Kummer und Schmerz und darum wollte man auch nicht hinsehen, aber es löst hier einiges. Wir gucken hier mal weiter. Du siehst die Vollendung, die Erfüllung im Heim. Wenn dein Heim wird transformiert, du siehst die Erfüllung von außen, es macht sich gut. Und dann sagt das Außen wieder, alles ist ganz fürchterlich schlimm. Dann ist hier die Entscheidung, die Frage, wo gucke ich hin? Ich merke beide Ströme, die positiven wie die negativen, von mir, von außen. Wo gucke ich hin? Und da schaust du ganz speziell hin. Meldungen, Nachrichten, Neues erkennen. Hier wirst du die Mutter deines Lebens. Das heißt das eine, also du übernimmst Verantwortung. Auf der anderen Seite heißt aber auch, dass nahestehende Personen dir immer noch diese Blockaden zeigen. Immer noch, ach, das ist ganz fürchterlich, immer noch ganz, ganz fürchterlich schlimm, weil die nicht auf deinem Weg sind. Das heißt, die sind jetzt auf deinem alten Weg und zeigen dir den alten Weg nochmal, nur um dir und dich zu fragen, willst du diesen Weg wirklich gehen? Und diesen Weg willst du wirklich außerhalb der Krankheit gehen? Das heißt, hier im Außen zeigt dir deine Familie irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Probleme oder. Du fühlst aber im Inneren schon ganz was anderes. Du wirst auf lange Zeit drauf erkennen, neues Leben, Reichtum, Manifestation machen, wenn du auf deinem Weg bleibst. Diese Blockade, die wird wahrscheinlich komplett hinausgehen. Ja, diese Blockade, da liegt der Vater drauf, da liegt die Mutter. Das sind Kindheitsdinger, das sind Familiendinger, Glaubenssätze und so weiter. Erwartungshaltung, alles muss so bleiben, wie es ist. Erwartungshaltung, es wird nichts besser und so weiter und so weiter. Obwohl dir dein Leben was anders zeigt. Zeigt dir deine Familie, deine nahestehenden Personen, nein, wir sind immer noch krank, wir sind immer noch in der Krise, wir sind immer noch keine Ahnung was. Und es liegt jetzt wirklich bei dir, das zu erkennen, dass das von außen auf dich zukommt und nicht mehr deins ist. Du kannst jetzt hier alle Krisen abschließen. Die Blockaden dürfen sich lösen. Das heißt, die Blockaden, also die alten Themen, sind nach wie vor da. Aber ich sehe, dass irgendetwas heilt bei mir, in mir, um mich rum und ich verändere meine Erwartungshaltung, ich ändere mein Fühlen und damit gehen die Blockaden raus, weil ich eben nicht mehr erwarte, dass alles mit Kummer und Schmerz ist. Das wird blockiert, die Erwartungshaltung von Kummer und Schmerz wird blockiert, du denkst darüber nach. Und von außen sagen sie da immer noch, ja, es ist alles ganz fürchterlich schlimm, ist egal, um was es hier geht.
so wie es hier liegt, ist es sehr viel Familie und Freunde, Freundeskreis, was hier zu tun hat, zum Schluss eben auch mit Geld, mit irgendeinem Projekt, mit irgendeinem Haus oder was weiß ich was, in irgendeiner Erbschaft oder keine Ahnung, wo da der Streitpunkt liegt, darf sich lösen. Aber das löst sich, indem du die Blockaden aufgibst, indem du hier in dein neues Leben kommst. Und das ist richtig schön, das ist ein Geschenk und wird nicht ganz einfach, weil du hier Gegenspieler hast, die es aber nicht böse sind, sondern die in dem alten Trott noch drin sind. Das heißt, du wirst dein Leben ein Stück weit verändern, die Außenwelt zeigt dir aber das alte Leben noch. Bleib in deinem neuen Gefühl, bleib in dem Gefühl, was du siehst, hier ist eine Vollendung, hier ist eine Heilung für mich. Bleib da drin und schau, wo willst du den Fokus haben. Wo willst du hinschauen? Dann wird sich im Laufe der Zeit alles lösen. Und hier wird versprochen, dass du im großen Zeitraum auch materiellen Erfolg haben wirst und damit auch alle materiellen Sachen lösen wirst. Aber du musst dieses Geschenk, was dir jetzt gemacht wird, im November des neuen Fühlens, des neuen Datenaustausches, der neuen Informationen, hier kommt viel Neuigkeiten mit rein, weil du hier hast Nachricht und Meldungen, natürlich die auch Gefahr versprechen, aber auch neu sind, alles neu überdenken und für dich neu machen. Alles neu macht der November für dich. Bleib bei dir, du kriegst dein Standing, du darfst alles transformieren. Du siehst es in deinem Leben, das Außen zeigt dir aber noch was anderes, aber das sind die alten Schienen, die dein Umfeld dir noch zeigt, dein Umfeld, das noch krank ist. Du kannst ihnen jetzt beweisen, dass es nicht so ist, du kannst ihnen zeigen, dass es nicht so ist. Dann wird sich auch ihr Leben ein Stück weit durch deins ändern. Also, der November heißt, aus alt mach neu, aus alten Gefühlen mach neuen Gefühlen, aus alten Glaubenssätze mach neuen Glaubenssätze, aus alten Kummer und Schmerz mach Glück, mach eine Berufung, mach eine Begeisterung, mach eine Freude rein und so weiter. In diesem Sinne, mein lieber, ich hab's vergessen, Stier, nee, Jungfrau, meine liebe Jungfrau, ich wünsche dir alles Liebe, habe die Ehre. Machen wollte, mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme. Die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.